Hallo meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist Ralfinger LP mit einem neuen Projekt auf meinem Kanal Iron Brigade. Ja, Iron Brigade, ein neues Spiel, was ich mir geholt habe. Sehr witzig, kurz das Prinzip erklärt, wir haben einen Tank, einen Mecha-Tank, also so einen Roboter, mit recht oldschooligen Waffen. Ihr seht hier selbst diese Gatling-Guns da im Hintergrund. Das ist eher so die Geschichte, ja, wir kommen gerade aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Ersten, was weiß ich. Und wir haben zwei verrückte Professoren, die sich ein bisschen zerstritten haben. Ist wie früher im Sandkasten, gute Freunde zusammengespielt. Der eine pisst die Burg vom anderen kaputt und schon hassen sie sich ihr Leben lang. Dasselbe ist ja auch passiert, eben nach dem Krieg irgendwie beide sich so ein bisschen auseinandergelebt. Und der eine hat einen Roboter gemacht und der andere auch. Und jetzt irgendwie, ach scheißegal, auf jeden Fall müssen wir ballern. Das ist das Wichtigste und das werden wir jetzt auch machen. Das Ganze hat alles so einen, Gott, wie nennt sich das denn nochmal? Da gibt es ja so ein ganzes Genre. Fällt mir bestimmt noch ein. Auf jeden Fall diese auf Retro gemacht Geschichte hier. Cyberpunk heißt es, Mensch hier. Ich wusste meine Gedanken schon wieder, ich kann mir auch wieder nichts merken. Gut. Auf die Füße, Soldat. Hoch geht's mit dir in die Lüfte. Schmeiß die Maschine an, den guten V6 Dieselmotor. Ja, wie ihr seht, alles ein bisschen blechig und verrostet. Aber gut, so war es eben damals. Genau, nimm die Maske ab, mein Freund. Du gewöhnst dich an den Geschank. Ja, Pilotenauswahl. Frank Woodruff Jr. sieht aus wie der typische Amerikaner, muss ich sagen. Habe ich keinen Bock. Ja, der Herr Morris Hardy ist jetzt auch nicht der typisch deutsche Typ. Ja, das ist natürlich der Waschlappen-Amerikaner. Scheiße, Mann, warum gibt's hier nur Amis? Oh, okay. Wer sieht aus wie ein Franzose? Ein bisschen wie Hitler, wenn man sich hier. Ach, wir nehmen Hitler, was soll's. Hat zwar einen komischen Namen, aber hey. Na gut. Eher wie ein Franzose. Genau, ja klar, nicht wegen dem Aussehen. Genau, wie geht's hier ab im Einsatz? Ja. Größte Erfindung der Technik, welche die Sicherheit von Soldaten auf dem Schlachtfeld garantieren soll. Dem Schützengraben. Der einzige Weg, wie man in einen Schützengraben verwundet werden kann, besteht darin, jetzt habe ich schon nicht schnell genug gelesen. Ja. Mechanische Beine. Frischwasserversorgung. Eine Minibar, hurra. Ja, da ein bisschen übertrieben, glaube ich. Okay, look up at the sky. Ja, Mann, das war ja richtig Rakete. Ist ja voll 360 Grad hier. Oh, wer ist hier zum Laufen? Das ist doch gar kein Thema. Das haben wir doch sofort drauf. Es ist ja, wurde uns ja mit in die Kinderwiege gelegt hier, wie erst. Great. Ja, was darf ich machen? Hier brennt. Okay, also grün Flares bedeutet, muss ich schützen hier. Diese Geschichte. Hier ist Target Practice. Ah, okay. Und unten rechts seht ihr ja so eine grüne Anzeige, das ist die Energie von meinem Munitionsdepot. Und ich würde sagen, hier links oben ist die Munition von meiner linken Gatling, die ich aber mit der linken Maustaste schießen kann. Und die rechte Gatling ist oben rechts und die rechte Maustaste. Jetzt mal Doppelfeuer. Ja, das ist ja mal klar hier. Und mit der Nachladung war ja klar. Der Typ quatscht bis jetzt ein bisschen uninteressantes Zeug, aber gut. Was soll's? Gut gemacht, danke. Wir kriegen Erfahrungspunkte auf jeden Fall, wenn wir hier Gegner abschießen, ist ja klar. Oh, was ist das denn? Ah, das sind unsere Gegner. Ah, unser böser Mad-Professor-Gegner. Ach, Feigling im Moito hier angeflogen zu kommen, ey. Kann ja jeder packen. Ah, die sehen auf jeden Fall witzig aus, die Jungs. Ja, drauf würde ich sagen, ne, meine Freunde hier. Warum lange warten? Ah ja, ich habe zwei Kanonen. Darf ich nicht vergessen. Ja, Mann, habe ich die Welle abgeschlossen. Schnell zurück hier. Farnsworth can send his monovisions through multiple conduits at once. Okay. Stay vigilant. Ich bin wachsam. Markiert Löcher, die vor Röhrenwellen warnen. Ah, unsere Gegner heißen also Röhren. Habe ich so eine Fernwaffe überhaupt, dass die dahinter ballert?
Ach komm, ladet nach, ihr Schweine. That's the ticket. Naja, Glück gehabt. Your mobile trench can take a beating, but eventually it'll give out. Check your gauge to be careful. Ah, unten rechts also meine Lebensenergie. Alles klar. Ich will auf jeden Fall nicht, dass mein... Jetzt soll ich sein Fahrzeug, Walker, kaputt geht. Ja, er konnte nicht zurückschießen, als da. Jetzt kriegen wir Gegner, die schießen können. Ja, klar. Hat mich auch gewundert, wenn das alles gewesen wäre. May he spread the wisdom. Ja, halt die Schnauze. Mach dich kalt. Ja, Distance Attacker, alles klar. Die werden alle weggeballert hier. Abgeschlossen, natürlich. So wie zu Distance Attacker. Hab ich gemacht. Abgereloadet. Nochmal reloaden, dass das Spiel ist auch checkt. Oh, jetzt kommt es aus zwei Richtungen. Die Schweine! Naja, schießt nicht auf die Säcke. Diese Fernpenner hier! Schnell mal nachladen. Wie sieht's aus, mein Munitionsdepot? Geht's dir noch gut? Alles klar. Warte, we're coming for you? Was? Was kommt denn da jetzt als runtergeflogen? Ah, interessant. Die unterstützen mich, juhu! Schnell drauf, für die Experience Points absammeln hier. Ach komm, lad nach hier. Sackgesichter. Oh, was ist das denn für ein Schiff? Ah, sieht so aus, als würde es zu mir gehören. Schöner Move, US McKinley. Victory! Wir holen dich an Bord. Nehmt mich mit, komm, kein Thema. Hier draußen war sowieso sehr kalt. Ja, Europa. Kriegsbeute, leichte Präzisionskanone. Das leichte Präzisionsgeschütz wurde hastig zusammengeschustert, als das Chaos losbrach. Erfüllt aber seinen Zweck. Bei ersten Tests neigte die Waffe dazu, bei anderen Schützen für Waffenneid zu sorgen. Ich bin Rang 1, habe $500 eingesackelt, habe Experience Points bekommen, nur leider weiß ich nicht wie viele. Okay. Siegreich waren wir. Spielzeit 7 Minuten 49. Erfahrungspunkte 50. Hurra. Waffenskills 28. Ja gut, 28. Toll. Was heißt das? Stellungskills, Schrott gesammelt. Ich habe Schrott gesammelt. Da hat keiner was gesagt, dass ich Schrott sammeln muss. Ja, vielen Dank für diese Einblendung von Windows Live. Weiter geht's. Auf der USS McKinley. Mein kleiner Hitler hier. Ja, schönes Stackschrauben hier, du Sack. You need some help getting out of there? This pile of industrial waste may be ugly, but it's my home. Without it, I'd die. Ah, your story is reminding me of Poland. No time for chit-chat, soldier. A situation has developed. We've finally located the source of the broadcast. That's the good news. Juhu. The bad news is, we're gonna have to fight one unholy nightmare after another to get there. Ja, ach komm, die mach ich doch platt alle hier. Auf geht's, Herr Dr. Carsten. Du siehst ja aus, ey. Ja, Mann, ich will an den Strand. Ein bisschen in der Sonne rumliegen und wisst schon. Verteidige das Schiff. Normaler Landangriff. Tja, du sollst immer Maschine dafür erfinden, dass du ein bisschen besser schwimmen kannst. Ja, gut, ah, alles klar. Mission wählen. Wähle deine Mission und auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Gewählte Mission Strand. Ja, und jetzt? Was habe ich jetzt getan? Warum bewegt sich da nichts? Spiel fortsetzen. Was macht der Typ da links eigentlich? Und warum hängt mein Spiel gerade? Was ist da los? Was ist da los mit dem Spiel, hä? So, es gibt hier Spiel vorsetzen und wähle deine Mission auf in den Kampf. Das habe ich doch gerade gemacht. Ihr seid doch wirklich Schweine. Warum hängt das Spiel denn jetzt? Ich könnte etwas kotzen. Na gut, dann machen wir hier erstmal einen kurzen Break und schauen mal, wie es weitergeht. Bis bald. Ciao.